Hallo alle ihr da draußen. Ich bin Babette, ich habe ein Kinderschuhgeschäft in Leipzig und widme mich in losen Abständen immer mal einem neuen Thema. Dieses Mal habe ich gedacht, wir reden mal darüber, ob denn Kinder vor dem ersten Lebensjahr Schuhe brauchen. Ja oder nein? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Hallo liebe Eltern und hallo in alle Interessierten, die da jetzt mir gerade zuschauen. Wie schon angekündigt, ich habe mir für heute das Thema ausgesucht, ob den Kinder vor dem ersten Lebensjahr Schuhe brauchen, ja oder nein. Das ist natürlich dann auch immer eine Fangfrage, die wir im Geschäft gestellt bekommen. Ich sage immer generell nein. Weiterhin ist es natürlich immer abhängig von dem jeweiligen Bewegungsgrad des Kindes. Es gibt Kinder, die sind schon mit 9 Monaten sehr aktiv. Die wollen auch nicht mehr sitzen bleiben. Die wollen auch nicht mehr geschuckelt und geschaukelt und getragen werden. Die wollen sich einfach bewegen. Und es gibt Kinder, bei denen platzt der Knoten erst mit 13, 14, 16 Monaten. Das ist also ganz unterschiedlich. Man sollte also den Kauf der ersten Schuhe niemals am Datum oder geschweige denn am ersten Geburtstag festmachen, sondern wirklich immer in Abhängigkeit mit dem Bewegungsgrad des Kindes einhergehen lassen. Was natürlich Kinder generell brauchen, sobald sie sich bewegen oder sich aufrichten, sagen wir mal so, reden wir vom Aufrichten, dann brauchen wir etwas, was dem Kinderfuß gegebenenfalls ein bisschen Halt gibt, wenn wir jetzt nicht gerade von stoppenden Unterlagen reden oder Unterböden, die dem Fuß jetzt sozusagen einen natürlichen Halt geben. Weil natürlichen Halt haben wir eigentlich so kaum noch auf unseren Böden, auf denen wir uns bewegen, nicht, weil wir haben ja kaum noch Waldboden, wir haben kaum Wiese zu Hause und ich glaube, ein Kinderzimmer nur mit Sandboden gibt es zum Beispiel auch nicht. Also lasse ich natürlich mein Kind, und da gebe ich auch immer jedem Elternteil recht, wir lassen sie natürlich so lange wie es geht barfuß laufen. Solange wie das Wetter mitspielt, ist das auch alles gar keine Frage, aber irgendwann brauche ich mal etwas, damit entweder der Fuß geschützt wird, zum Beispiel gegen eben wird das Auskühlen, oder wo ich das dann schützen muss, ganz einfach, weil wir rausgehen wollen in den Park und ich mein Kind ja doch mal vielleicht irgendwo abstellen möchte, wo es vielleicht nicht gerade ganz sauber, ganz trocken und so weiter ist. Dann empfehlen sich natürlich immer so leicht lockere Fußumhüllungen, sage ich jetzt mal. Für den Hausgebrauch natürlich liebend gern uns die Stoppersocken. Und hier empfehle ich natürlich immer wieder gerne diese Vollsohlen. Ganz einfach, weil die dennoch genügend Luft an den Fuß lassen, aber eben halt dem Kinderfuß von der Ferse bis zur Zehenspitze wirklich Halt bieten. Abraten tue ich den meisten Eltern, wenn dann irgendwelche Spaßstoppis gekauft werden, wo kleine Motive oder Embleme da aufgesprüht worden sind und die fehlen dann meistens im Bereich der Zehe oder im Bereich der Ferse. Das heißt, wenn mein Kind sich mal irgendwo reckt und streckt, beziehungsweise zu höheren Geschwindigkeiten auffährt, dann fällt natürlich gerade in dem Moment ein bisschen der Grip, der Halt. Also meine erste Wahl wäre immer sozusagen die Vollsohle gegenüber den leichten Elementen, der stoppenden Elementen auf einer Stoppersocke. Generell spricht also nie etwas dagegen, wenn ich auch einen leicht kühlen Untergrund habe, auch im heimischen, im häuslichen Umfeld, meinem Kind eine Stoppersocke anzuziehen. Das meistgebrauchte ist natürlich gerade auch für Kinder, die sich so im ersten Monaten bewegen oder befinden, wo sie sich dann bewegen, wo sie sich drehen, wo sie sich aufrichten, sind natürlich die Lederpuschen. Und die gibt es natürlich in vielfältiger Variante, ob es nun Uni ist oder mit Motiv, das sei jetzt dahingestellt. Achten sollte man vielleicht immer darauf, dass man nicht irgendwas kauft. Es gibt tausende Anbieter von Lederpuschen, aber bitte, liebe Eltern, schaut zumindest nach, dass auch die Sohle zumindest in etwa der Fußform eures Kindes entspricht. Weil es gibt Lieferanten, die arbeiten relativ schlank bis mittleren Bereich, wie zum Beispiel hier der Pololo. Und dann gibt es wieder andere, ich sage, die fallen richtig breit aus. Dann natürlich bitte nicht breite Lederpuschen für einen schlanken oder mittleren Fuß nehmen. Das wäre genauso fatal wie schädlich, sage ich jetzt einfach mal. So, gehe ich mit meinem Kind raus,
möchte rausgehen. Es ist schon so vom Wetter her, wo man sagt, okay, es geht nicht barfuß, es geht aber auch nicht die Lederpusche. Dann kann man natürlich auch oder gibt es natürlich auch Lederpuschen mit Kautschuksohle. Bedeutet natürlich, die sind schon ein bisschen stabiler, weil sie auch meistens nochmal abgefüttert sind. Ja, haben auch meistens dann nochmal eine zwischengelegte Einlegesohle und bewegen sich nicht mehr so wie hier in dem ganz fluffigen, elastischen und dünnen Bereich, sondern hier habe ich zum Beispiel zwar auch eine Nullsohle, aber absolut dämpfend und damit mein Kind jetzt wirklich mal auch mit Kälte ein bisschen mehr oder bei Kälte unterwegs sein kann, ohne dass sie sich da gleich, ich sag's mal, übertrieben, Erfrierung zweiten, dritten Grades holt. Ja, auch hier gibt es sehr unterschiedliche Anbieter. Ich zeige jetzt mal den von Däumling und den von Anna und Paul. Das sind also eher diese Rubrik Krabbel, Erstlings zum Aufrichten, also auch wieder wunderbar weich. Viele sagen auch schon Barfußschuhe dazu. Bloß ein Schuh ist es in dem Sinne nicht, weil Schuh würde für mich jetzt bedeuten, es ist über einen Leisten gezogen. Hier haben wir also Lederstücken, die zusammengenäht werden und damit sind sie immer noch lockerer um den Fuß herum als ein eigentlicher Schuh, weil der Schuh ist ja dann doch mehr auf einen Fuß zugearbeitet. Ja, deswegen, das sind also für mich sind das immer noch Lederpuschen, auch wenn die schon ein bisschen mehr wie ein Schuh aussehen, aber sie sind immer noch sehr weich und sehr beweglich. Das ist natürlich jetzt sozusagen definitiv das Beste, was ich meinem Kind in den ersten Lebensmonaten des Aufrichtens, des Fortbewegens sozusagen geben kann, auf den Weg mitgeben kann, weil ganz ohne wird es leider nicht gehen. Ich sage es immer so ganz lapidar, wir wollten raus aus unserer Höhle, jetzt haben wir den Salat, jetzt wollen wir am besten wieder zurück, aber am besten mit dem Know-how des 21. Jahrhunderts. Es geht irgendwo nicht so ganz, weil wenn ihr mal einfach schaut, wir haben auf unseren Straßen, wir haben Beton, wir haben Asphalt, wir haben Zement, alles Böden, die nicht mehr federn. Ja, und damit laufe ich natürlich auch ganz anders wie auf einem Waldboden oder auf einer schönen Wiese, ja, weil dann der Körper wird einfach zu sehr gestaucht. Das versuchen jetzt hier diese kleinen Zwischensohlen, diese kleinen Polsterungen, die jetzt noch nichts mit Fußbett und etc. zu tun haben, die versuchen das dem Körper ein bisschen abzunehmen. Das heißt, man hat ein bisschen was Elastisches. Das, was uns jetzt im Grunde genommen vom Unterboden her fehlt. Das haben diese kleinen Sohlen, versuchen das ein bisschen abzufedern. Aber es ist zumindest immer eine kleine Hilfe. Ohne dass der Fuß jetzt irgendwas von seiner Bewegungsfähigkeit einbüßen würde, kann das Kind hier also wirklich ganz bequem laufen. So, wie ihr seht, auch hier gibt es immer mal noch Schuhe mit so einer schönen Krabbelspitze, was ich wunder, eine wunderbare Erfindung ist das. Denn gerade wenn die Kinder so im Aufrichten sind und noch nicht wissen, laufe ich jetzt von A nach B oder krabbelig, dann fällt also hier zumindest die Abnutzung nicht so sehr ins Gewicht wie bei diesen Modellen. Aber hier muss ich einfach auch schon vom Bewegungsgrad ein bisschen weiter sein als bei diesem Schuh. Ja, also lasst es euch, wie gesagt, lasst es langsam angehen. Fragt gerne nach in den Fachgeschäften, wie die Handhabung so ist. Generell verkaufen wir wirklich immer erst Schuhe, wenn das Kind laufen kann. Was anderes ist es, wenn ein Kind noch vor dem ersten Geburtstag in die Kindereinrichtung kommt und zur Tagesmutter und die brauchen einfach etwas Festeres oder Schützendes um den Fuß herum, weil man mit dem Kind bei jedem Wetter rausgeht. Dann brauche ich natürlich etwas, ja, was in die Richtung geht. Und dann muss man sich halt auch wirklich noch mal ein bisschen beraten lassen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Generell braucht das Kind es nicht. Es sollte aber immer unter Betrachtung des Wetters geschehen. Habe ich die Umgebungstemperatur, dass ich mein Kind bedenkenlos barfuß laufen kann, dann lasst es auch barfuß laufen. Und brauche ich dann wegen der Kühle, beziehungsweise einfach, weil es erforderlich ist, eine leichte schützende Umhüllung, gibt es immer noch diverse Alternativen dafür, die also den Fuß nicht einschränken, sondern sensomotorisch weiterhin fördern und fordern.
In diesem Sinne, bleibt gespannt dann auf das nächste Thema. Ich würde mich freuen. Am besten ist natürlich, ihr klickt gleich mal das Abo an, dann seid ihr immer auf den Laufenden. Aber so machen wir es weiter. Schicke Themen, die Mamis und Vatis interessieren. Und das auf die nächste Sicht noch hin. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.